Willkommen zurück bei Let's Play One Piece Unlimited Crew Special. Bei den sieben Samurai der Meere machen wir einen neuen Kampfpunkt, nämlich mit Boa Hancock gegen ganz viele Pazifistas. Wir müssen drei Pazifisten besiegen und deswegen, ja, das finde ich sehr schön, denn das ist leicht, denn Boa Hancock ist viel stärker als die. Geh zur Seite, Boa Hancock. Wage es nicht, meinen Namen auszusprechen. Ja, nimmt einfach Parfüm für Mühe. Und vielleicht danach noch mal ein Special. Das ist auch immer schön. Mero, Mero, Mello. Sehr schön versteinert. Ja. Pistole, Kiss und so. Was? Die können von alleine wieder aus der Versteinerung auswachen. Aufwachen. Das finde ich aber unlogisch. Und sie setzen direkt ihre Specials ein. Na toll. Habe ich irgendwie Zeit, in der ich... Ne. Ja, dann warte ich mal, bis ihr fertig seid hiermit. Mehr kommen die irgendwie auch nicht, oder? Ja, dann feuere ich einfach so drauf. Das zieht ihm jetzt auch ein bisschen was und so. Er ist tot. Wie geil, das hat sogar funktioniert. Na, nur dummerweise kommt da jetzt noch ein zweiter hinzu. Ja gut, das ist jetzt nicht besonders schwer gewesen. Dann stirbst du einfach als nächstes. Hey, hör auf, mich mit Laserstrahlen zu beschießen, Pazifist. Siehst du denn nicht meine Schönheit? Oder so. Ja, gut. Ich habe mir schon gedacht, dass der Kampfesrauschkick ihn erledigen würde. Kopf abgetreten. Ja. Ich werde dir mal was sagen. Die Liebe ist immer wie ein Wirbelsturm. Was soll das heißen? Hat Sentomaru dann eigentlich gefragt. Oder was soll denn das bitte heißen? Oder sowas in der Art. Naja. Ich finde immer noch, Sentomaru sieht mehr aus wie eine Frau als wie ein Mann. Aber egal. Ja, wir sollten vielleicht hier mal was machen. Was? Dieser Kampfpunkt wird verfügbar, wenn... Hä? Wenn wir das schaffen, okay. Ach so, vorher war das hier so rot versperrt anscheinend. Finde ich gut. Was ist das jetzt? Crocodile gegen Mihawk. Ja, genau, Mihawk will nämlich Ruffy töten und mal gucken, ob das jetzt gezeigt wird. Ach nee, okay, Crocodile schützt ihn dann. Und vorher hat Mr. One ihn geschützt, aber der wurde dann von Falkenauge direkt zersäbelt, weil Falkenauge genau wie Zorro Eisen schneiden kann. Aber egal. Ich bin nicht gerade in bester Stimmung, Falkenauge. Pass besser auf. Ja. Und ich liebe einfach Crocodile. Das ist wirklich der beste Charakter im Spiel. Ne, ist er nicht, aber mit ihm kann ich wahrscheinlich auch... Ne, es ist der Cheaterigste, sagen wir es so. Ich habe schon von vielen gesagt, dass sie der beste Charakter im Spiel sind. Deswegen kann es ja nicht jeder sein eigentlich, aber... Aber Crocodile ist wirklich der, wo man am meisten so den Gegner verarschen kann. Einfach mit diesen ganzen Sandstürmen, die man rund um die Uhr feuert. Und deswegen machen wir es mal anders. Nimm das. Dusch. Warte, hat er auch noch irgendwie was anderes? Ne, er hat keine neuen Attacken bekommen. Schade. Dann nimm mal Deserto Spada. Und Carbonis, oder ne, eigentlich sagt er glaube ich Sables, aber ich verstehe mal Carbonis. Ja, Deserto, boah, Desert Spada zieht aber ziemlich viel. Weil Crocodile ist halt wie gesagt ein relativ cheatiger Charakter, wegen einfach diesem gesamten Sandsturmpuste. Und im Versus-Modus konnte man, okay, Falkenauge ist ein relativ schneller Charakter, wo das nicht so gut geht, aber... Ich habe es früher bei meinem Bruder immer gemacht, als ich mit ihm mit Crocodile gegen ihn gekämpft habe, dass ich einfach die ganze Zeit mich so hinter ihn gebeamt habe, dann mit Sandstürmen gefeuert habe und die ganze und das Ganze halt zusammen und so. Und dann ab und zu so ein Desert Spada dazu, was eigentlich genauso ist wie Falkenauges Bootschneider oder so. Na egal. Hey, wer von uns wurde jetzt getroffen?
Ich verstehe nicht. Warum hilfst du dem Strohhut? Ich will nicht, dass sie ihr Ziel erreichen. Hat er gerade gesagt, ich will nicht, dass sie ihr Ziel erreichen? Oder habe ich mich einfach nur verlesen und er hat eigentlich gesagt, ich will, dass sie ihr Ziel erreichen? Ja, ich dachte schon, was wäre das? Ruffy gegen Garp, okay. Hoffentlich kommt da Inazuma in einem Clip vor. Bitte, bitte. Ich will, dass eben da Inazuma vorkommt. Bitte, bitte. Okay, 50 Soldaten in 90 Sekunden erledigen. Okay, das ist ein leichtes mit Eva. Son. Lass den Strohhut nicht durch. Ich fürchte, du wirst uns durchlassen müssen. Jeha! Nimm Galaxy Wing. Ja, das waren schon die ersten 11, glaube ich. Nee, 14, was weiß ich. Wie viele immer auf einmal auf dem Bildschirm erscheinen. Und ich will jetzt nicht nachrechnen. Dazu bin ich zu beschäftigt mit dem dämlichen Kampf. Ja. Ja, noch 5 und wir haben noch 50 Sekunden, glaube ich. Das heißt, wir heben uns für den letzten, den Special Zwinker auf. Bam, Hellwing. Okay. Das war jetzt irgendwie episch. Gut, dann legen wir halt los, Strohhutjüngchen. Jeha. Okay. Jetzt. Hoffentlich kommt Inazuma in diesem Clip vor. Es wäre so episch, falls ein Clip kommt. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ach Mann, oh, ihr Penner habt Inazuma weggelassen. Jetzt weiß man noch gar nicht, wie diese tolle Brücke entstanden ist, die da in der Luft schwebt. Och Mann. Ne, jetzt beende ich das Let's Play. Das geht jetzt gar nicht. Gum Gum Sturm. Verprügeln wir erstmal unseren Opa. Na. Das ist aber auch behindert jetzt hier gerade. Stimmt, ich erinnere mich noch. Das war ziemlich scheiße im One Piece Unlimited Cruise 2 gegen den zu gewinnen. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, wir töten ihn. Jet Bazooka und so weiter und was? Wir sind schon wieder normal. Mann, bin ich schlecht. Kanone. Ja. Axt. Scheiße. Nein, 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 schwingen. Boah, ein Glück. Man konnte dann nämlich irgendwie immer sich befreien. Scheiße, war der stark. Okay, das lief jetzt mal ganz und gar nicht so wie geplant. Ich bin hier, Ace. Opa, steh mir nicht im Weg rum. Du willst doch auch, dass ich Ace befreie, aber das weißt du noch nicht. Oder so. Das war gerade irgendwie auch episch. Beide riesen Explosionsattacken gegeneinander, die den Boden zertrümmern. Na, ja, nicht wieder das. Opa, lass das. Mein Opa macht sowas auch nicht mit mir. Und jetzt, ja, schön, dass du in der Luft bist, da kann ich dich viel besser angreifen. Nicht. Nochmal. Was, das war's? Schon mit seiner SP-Leiste? Das ist aber wenig heute. Anscheinend hat er schon die meiste Ausdauer im Kampf verbraucht. Ach, danke. Ja, ja, danke, Opa. Ich mag es, wenn du mich verprügelst. Na. Ah. Ein Glück. Ja, sehr schön.
Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein kleiner Clip, wo Gab dann doch. Egal, ihr werdet sehen. Ach so, nee, er hat es schon geschafft, okay. Ja! Yeah. Das sind aber viele Sachen. Yeah! Achso, vielleicht hätte ich mal vorlesen sollen, aber das seht ihr eh alles gerade. Glaube ich. Du warst schon immer so, Ruffy. Hast nie auf mich gehört. Und immer Ärger gemacht. Ace! Cool. Ja, Ace ist jetzt befreit. Das finde ich schön. Und, tja. Ruffy gegen Marinesoldaten. Ja, nein, nicht zurück zum Titelmenü. Und bei Whitebeard Piraten haben wir jetzt natürlich auch was. Und zwar Ace gegen Aokiji. Weil Aokiji greift unseren kleinen Bruder an und das gefällt uns gar nicht. Juhu, Ace! Admiral Aokiji! Ah, der schon wieder! Sieht aus, als müsste ich dich immer noch beschützen, Ruffy. Bleib zurück! Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Ace keinen weiteren Special oder sowas gegeben haben. Achso, okay. Nee, haben sie nicht. Aber das stört mich auch überhaupt nicht, weil Ace ist auch ein sehr cooler Charakter. Auch wenn er einige seltsame Attacken beherrscht, die er eigentlich nie beherrscht hat im Spiel, in One Piece. Ja, ihr seht schon, das ist ein cooler Special zum Beispiel jetzt gewesen. Leider stirbt Ace dann, aber naja. Noch haben wir ihn und das nutzen wir. Und nimm nochmal die Flammenfaust. Beziehungsweise Feuerfaust eigentlich, aber. Und jetzt, weil es so cool ist, einfach nochmal den Feuermonarch. Alias Flammenkaiser. Oder Feuerkaiser oder so. Leider sah man jetzt nicht diese ultimative Explosion davon. Lauf, Ruffy! Kommst du denn nicht mit? Im Augenblick ist dein. Nein, unser Leben das Wichtigste. Cool. Und dann würde ich sagen, Ruffy kann dann auch nochmal ein bisschen Marinesoldaten kloppen. 70 Stück. Eieiei. Hohoho, das macht Spaß. Ja. Er ist stark, sei vorsichtig. Kannst du noch kämpfen, Ruffy? Natürlich. Ja. Yeah. Hey. Ich will meinen ultimativen Peitschenangriff mal einsetzen. Guck mal, das zum Beispiel jetzt einmal. Und einmal die ultimative Gum-Gum-Axt, die alle wegpustet. Dann können wir auch mal den tollen Aufladangriff machen, der Leute wegschleudert. Achtung, das sieht dann so aus. Das finde ich auch immer sehr cool. Dann Gum-Gum-Kanone. Natürlich noch Gum-Gum-Ballon. Ja, im Grunde war es das jetzt schon größtenteils. Wir haben natürlich immer noch die Specials. Und wir haben natürlich noch... Hehehe, G-Second. Boah, wir haben nur noch 35 zu besiegen. G-Second, was haben wir denn da genau für Attacken? Wir haben zum Beispiel Gum-Gum-Jet-Pistole, Gum-Gum-Jet-Kugel, Gum-Gum-Jet-Bazooka, Gum-Gum-Jet-Bazooka 2, Gum-Gum-Jet-Bazooka 3, Gum-Gum-Jet-Gatling. Und Gum-Gum-Jet-Ballon irgendwie, was auch immer der bringen soll. Und wir können uns noch beamen, aber das macht eigentlich keinen Sinn und deswegen lasse ich das auch. Brauchen wir das noch?
Okay, die sterben jetzt eh alle. Okay, gewonnen. Und ich kann den Part beenden, sehe ich schon wieder. Na toll, das Spiel macht mir so viel Fun und dann lassen sie mich nicht mehr so viel machen. Okay, du bist stärker geworden, Ruffy. Cool. Und bald schon werde ich auch stärker sein als du. Okay, was hat Ruffy jetzt für eine geknackte Stimme? Ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Part, euer Loch Nose Head Zorro. Dann werden wir, was, die königlichen Samurai sind schon zu Ende. Dann werden wir mit Ace noch was machen können, glaube ich. Und zwar, Ace, oh, Ace gegen Aqua Inu, scheiße, Ace wird sterben. Und Whitebeard gegen Marinesoldaten. Scheiße, jetzt wird's bald ernst. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Loch Nose Head Zorro.